Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, es geht wieder weiter, meine lieben Freunde. Und wir spielen dieses fantastische Spiel weiter. Wir haben als letztes die Prüfung endlich abgeschlossen. Whee! Und ja, tatsächlich hatten wir auch einige neue Sachen gekriegt. Die ich eigentlich gar nicht alle so ein bisschen, nicht mal alle so auf dem Schirm habe, welches das sind. Aber ich glaube, der war dabei. Outfit-mäßig war, weil tatsächlich war das so, dass ich hier viele Sachen gekriegt habe, die wir nur gekriegt haben, weil das Spiel das halt so möchte. Nein, tatsächlich ist das so, dass ich es gab, glaube ich, so eine ultimative Edition und die habe ich mir tatsächlich da deswegen geholt und deswegen ist das tatsächlich auch, glaube ich, so. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich an dieser Ultimate Edition lag, wie auch immer, oder tatsächlich jeder jetzt das gekriegt hat. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt alles gekriegt habe. Hier weiß ich, dass es irgendwie so eine Schlangenbrille war. Ich glaube sogar, nee, die war es nicht. Hätte ich mir den Anfang nochmal angeguckt. Hä? Okay. Ah, der Unterschied ist klein, aber da. Lassen wir das mal. Schalmäßig. Nehmen wir heute mal den mit. Hutmäßig. Hut haben wir einen neuen gefunden. Der ist aber nicht so sinnvoll. Und der ist auf jeden Fall neu. Das weiß ich. So, Mantelumhänge. Haben wir auch einen neuen. Standard. So, Merlins Umhang. Guck mal an. Dann sehen wir mal gleich ein bisschen professioneller aus. Hust, hust. Ich und professionell. Das ist meilenweit entfernt. So, apropos ich und professionell. Aufgabe. Wir wollten tatsächlich eine Aufgabe machen, wo wir einen Zauber lernen können. Und zwar den hier. Und den machen wir heute. Fang im Schnappsack. Klasse. Welche Tierwesen im Schnappsack fangen? Das war hier. Gut. Dann hat die Karte wahrscheinlich auch direkt das mir angezeigt, wo ich hin muss. Weltkarte. Da unten. Die ist sogar eine Merlin-Prüfung. Okay, hier ist sogar eine Merlin-Prüfung. Gehen wir hin. Also, Aufgabe, Merlin-Prüfung. Machen wir alles heute. Und nächstes Mal sollte ich mich wieder mehr vorbereiten darauf, was überhaupt Sache ist. Weil klar, kannst du sagen so von wegen, ja, heute Outfit ändern. Aber wie sieht's aus? Immer unvorbereitet, wie immer. Aber dafür mit viel Spaß. Ich hoffe auch für euch. Auch wenn es manchmal nicht so wirkt. Auch wenn es manchmal nicht so wirkt. Allein jetzt, es ist jetzt so langsam für diejenigen, die das nachgucken, es wird so langsam Richtung Winter, also Winterzeit, Weihnachtszeit und alles Mögliche und diejenigen, die tatsächlich schon ein bisschen länger dem Immer und 6.5.10 folgen, die wissen, dass der Immer nicht so Fan von Weihnachten und Co. ist. Deswegen immer eine schwierige Zeit. Deswegen, wenn das jetzt in den kommenden Wochen so sein könnte, dass es das irgendwie so ein bisschen so ist, Leute, es liegt an Weihnachten! Es liegt an Weihnachten. Es liegt an nichts anderem. So. Also, dem Memon geht's nicht schlecht oder sonst was. Nein, es liegt einfach an Weihnachten. Ein belastendes Fest. So.
Apropos belastend, wir gucken mal, wo wir den dann kriegen. Also tatsächlich, das Lager hatten wir, glaube ich, schon mal geschafft. So. Also, das ist auch eine alte Aufgabe. Also, es ist eine Merlin-Aufgabe hier. Es ist sehr viel da. Sortierwesen sind da. Zack. Höhle ist da. Sieht interessant aus. Machen wir als erstes Tierwesen, würde ich mal sagen. So. Müssen ja da irgendwo oben sein. Und gefangen. Sehr schön. Das ist ein Es ist alles gut. Männlicher, ne? Guten Tag. So. Brennende Gegner foltern. Aber du brennst nicht mehr, ne? Eigentlich brennt er. Aus meiner Sicht brennt er. Aber gut, dann brennt er halt nicht. So, jetzt denkst du von wegen, Immon, du wolltest doch keine Leute, du willst doch keine schwarze Magie nutzen. Was bist du denn für einer? Nein, ich bin nicht auf die dunkle Seite gewechselt. Tatsächlich, weil die Aufgabe das war, aber anscheinend funktioniert die nicht. Deswegen lassen wir das wieder. Der dachte tatsächlich, dass das mit der Aufgabe dann funktioniert, aber warum auch immer, ging es nicht. Rebellion. So, haben wir denn noch einen weiteren? Weil der ist männlich. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Okay. So. In der Krypta. Jo, und dann. Ich glaube zwar nicht, dass das in der Höhle ist. Alleine weil. Okay, das hat jetzt nicht so funktioniert. Ich sollte ich doch einfach nur das darauf stellen. Genau, und dann geht er doch auf. Entweder bin ich jetzt gerade völlig deppert oder die Aufgabe geht gerade nicht. Das ist doch richtig. Okay. Gut, keine Ahnung. Irgendwas funktioniert gerade nicht. Weil das ist doch eigentlich. Selbst wenn wir hier. Gut.
Egal, geht nicht. Ich weiß, jetzt heißt es so von wegen, Alman, gib doch nicht auf. Findest doch da noch einen Weg hin. Vielleicht ist es tatsächlich gerade so, dass das jetzt nicht geht. Aber später... Zweifellos schon lange verlassen. Jo. Später vielleicht. Ich finde dich schon. Wir hatten doch Pläne für die Protego. Grazie. Diese kleinen Koboldhelm, den will ich wieder haben. So. Tschüss. War nur einer. Und da oben ist auch noch einer. Und bevor wir hier irgendwie was falsch machen. Zeig! Ich warne dich, wer auch immer du bist. Nein. Wieso? Dich müssen wir als erstes hier. Genau. Dich müssen wir als erstes besiegen. Sonst kann sie die ganze Zeit hier neue erschaffen. Aber ich sehe schon, was die Aufgabe ist. Sehr schön. Ich sehe schon, was die Aufgabe ist. Wir müssen diese kleinen Figuren wieder zerstören. Kann man das Feuer hier anmachen? Kriegen wir was dafür? Rivelio. So, aber als erstes Merlin-Prüfung. Obwohl, gut, also dann Merlin-Prüfung, dann Aufgabe. Ja, man muss Prinzipien haben und der Immon hat keine in der Hinsicht, weil er einfach macht, was er denkt, was richtig ist. Das ist ja auch immer das Positive bei so einem Blind-Let's Play. Aber wenn ich mir das letzte eben angeguckt hatte, also im letzten Teil. Aber das lag daran, dass ich eben dachte, dass ich wirklich irgendwas komplett falsch gemacht habe. Was ja auch der Fall war. Ja, irgendwas wirklich tatsächlich komplett falsch gemacht. Und dann ist es ja natürlich sehr sinnlos, da einfach versuchen, irgendwelche Sachen sich... erratbar zu erraten. Sehr schön. Weil das frustet natürlich, wenn du das selber dann nicht weißt und, ne, früher hast du natürlich immer alles ausprobiert. Früher hast du immer gesagt so von wegen, okay, dann testen wir mal so, dann testen wir mal so, dann funktioniert das so vielleicht oder das dann so oder dann so oder dann so. Ja, aber bei so einem Let's Play oder sowas ist es echt schwierig, sowas zu machen. Also wenn du privat sowas machst, ja, mach ruhig. Kann man immer mal machen. Aber sonst ist es eher schwierig. So. Schade, dass das niemand gesehen hat. Alte Magie zusammengekriegt. Gut. Sehr schön. Auch eine Aufgabe geschafft. Darf ich nicht vergessen, dass wir die geschafft haben. Denn die Belohnung, die wollten wir ja dann auch anziehen oder wie auch immer. Nicht, dass ich das vergesse. So. Ich hätte auch runterspringen können, ja, aber wie gesagt, Fallschaden und so weiter. Da bin ich so Lust drauf. So unnötigen Fallschaden, weißt du. Ja, bist du... Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. So locker mal 5 Meter runtergesprungen, hast du dir die Beine gebrochen. So. Okay, das war schon fast. Zack. Haben wir hier drin noch welche? So. Hier noch welche? Nein. Den haben wir vorher rausgezogen. Hier ist nichts.
hier was drin? Nö. Da oben. Und das war der letzte tatsächlich. Gut, guck mal. Guck mal, ohne Revelio gemacht. Ja, so sieht's aus. Ohne. Gibt's doch auch eine Belohnung? Merlin-Aufgabe ohne Revelio gemacht? Ja, ich denke nicht. Wäre natürlich auch geil gewesen, wenn es dafür extra Geschichte gewesen wäre, aber nein. Gibt's auch nicht. Gut. Apropos gibt's nicht, geht's weiter. Revelio. Ist der Stein da überhaupt? Jop. Der ist wieder da an seinem Stelle zurück. Gut, ich will es nochmal testen. Das ist das, was ich eben meinte, mit dem jetzt erstmal nicht, vielleicht nachher. Jetzt wäre nachher. So. Wow, der ist jetzt kaputt gegangen. Kann man machen. Weißt du, wenn es hier für jemand anders dieses Spiel gehören würde, dann hätte ich mich jetzt entschuldigen müssen, schon mehrfach. Aber dadurch, dass es mir selber gehört, ist alles entspannt. Ich kann ja mein Spiel die ganze Zeit kaputt machen, theoretisch. Ach hier. So. Oder ist das ein anderer Stein und ich habe den falschen am falschen Platz gemacht? Aber was ich sehe ist, das machen wir auch jetzt gleich. Ah, okay, kann ich hier nicht. Da oben ist eine Flugplatte. Hier kann ich. Da oben ist eine Flugplatte. Die haben wir relativ zufällig gefunden gerade. Ups. Und hier. Und landen. Nur rein zufällig gefunden. So. Ach, den. Gut. Fiese Unholde. Wahrscheinlich ist das auch eigentlich eine andere Aufgabe. Aber nö. Irgendwie nö. Gut, also, liebe Freunde da draußen, was hat er immer da falsch gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Ich bin der festen Überzeugung eigentlich, dass du das... Oder muss ich das von dort... direkt runterschießen. Ups. Falsche Richtung. Weil wie gesagt, also eigentlich... einen Schwung schaffen. Ich weiß es nicht. Richtig hinstellen?
glaube nicht. Gut. Irgendwas mache ich falsch. Und wenn ich weiß, was es ist, wie gesagt, hilft mir gerne dabei. Lila Kröte. Was ist in die Richtung? Oder kann ich das einfach im Winter nicht machen? Das ist ja aber tatsächlich so, dass bei einigen anderen Spielen, also ich kenne das ja beispielsweise bei Pokémon, früher bei der schwarzen Edition, da konntest du einige Sachen auch in bestimmten Jahreszeiten nicht machen. Warum auch immer nicht? Naja, weil da Schnee lag. Dementsprechend, ne? Also liegt da Schnee, deswegen sagt das Spiel nein. Aber das wäre auch schon ein bisschen unfair, das heißt also, dass man tatsächlich bestimmte Aufgaben nur im Sommer machen kann, nur im Winter. Ich weiß nicht. So. Hier gab es die Kröten. Ah, da sind sie. Guck mal. Nein, das sind die nicht. Warum seid ihr das nicht? Ich dachte, das sind die. Lila Riesenkröten. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass das die Tiere sind. Dieses klassische Problem, was du manchmal hast. Wenn du ein bisschen neben der Spur urplötzlich so komplett neben der Spur bist. Weil irgendwie gerade fokussierungsmäßig, das ist gerade gar nichts. Tschüss. Akio. Das war doch Akio, oder nicht? Descendo. Descendo. Okay, irgendwie habe ich das Spiel komplett kaputt gemacht. Ich merke schon, dass das irgendwie... war. Gegeneinander. So. Okay. Also beide Aufgaben geschafft.
So. Jetzt Frosch. Eigentlich wollte ich den Frosch nur fangen. Irgendwie komme ich nicht dazu. Ich komme nicht zum Froschfang. Weil warum auch immer, vielleicht muss ich sie tatsächlich alle bewegen. Oder ich habe mich irgendwo rein katapultiert, wo ich eigentlich noch nicht sein sollte. Auch das ist möglich. Weil ich glaube tatsächlich, dass die anderen Lebewesen da, diese komischen Frösche, tatsächlich auch die Frösche waren. Mir würde auch nicht anders einfallen, was ich, wo ich denn sonst anders hin sollte. So. Gut. Gibt's denn hier was? Gibt's eine Truhe? Sonnenbrille. Da sind die Frösche wieder. Aber das sind doch die Frösche. Die zeigt er mir doch auch an. Warum sollte das irgendwas anderes sein? Gut, gucken wir erstmal in der Höhle. Weil die andere Höhle hat mich so aufgeregt, das ist unfassbar. So, was ist in dieser Höhle los? Feuer machen heißt es. So, die Folge dauert schon sehr lange, ich weiß. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich eben nicht weiß, wo diese Frösche sind. Diese Kröten. Weil aus meiner Sicht sind das Kröten. Also, die Tiere, die wir da gefunden haben. Also, die ich da gefunden hatte eben. Das sind Kröten. Aber es waren keine Tierwesen in der Nähe. So, das haben wir schon mal geschafft. Oder war es tatsächlich so, dass das wirklich die richtigen Kröten sind? Bloß das Spiel, das nicht registriert hat, dass sie es sind? Guck an, weil jetzt sind sie es. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aufgabe erledigt. Ja. Aber die Frage lautet wie. Die Frage lautet wie. Wie haben wir diese Aufgabe erledigt? Das weiß keiner. Weil eigentlich war ich doch hier. Ich pass auf dich auf. Ich war doch hier und hab das doch gemacht. Leviosa. Aber warum auch immer er das nicht erkannt hat. Ich weiß es nicht. Ruhig. Ich tu dir nichts. Revelio. So. Da oben ist der letzte Frosch. Leviosa. Ah, dachte sich, dass er wohl hier sich gut verkriechen kann, ne? Aber nein, Frosch, kannst du nicht. So, Tierwesenunterricht am Tag. So, irgendwas habe ich hier auch vergessen. Sonst hätte er mir hier einen Haken gesetzt.
Nur was? Was könnte ich hier vergessen haben? Ja, also eine interessante Einstiegswoche, würde ich mal sagen. Eine sehr interessante Einstiegswoche. Lernen wir jetzt noch Bombarda. Und dann bin ich auch erstmal fertig für diese Woche. Ja, Flammen und Co. machen wir dann mal. Wie gesagt, es ist ganz, ganz merkwürdig dies gewesen heute. Ausgang. Dahin vielleicht. Oh, guck mal, hier sind sogar... Ah ja, das ist die Geschichte mit Deke. Eine ganz merkwürdige Geschichte, Alter. Also. Ja, aber wer nicht dabei war, der auch nicht wissen tut am Abschluss, was hier alles passiert ist. Deswegen auch der Teil, der jetzt schon über eine halbe Stunde geht. Aber ich hab doch die... Ich hab jetzt sogar die Kröten eingesammelt, die ich ja eigentlich nicht einsammeln hätte können, weil angeblich die Tierwesen nicht in der Nähe gewesen waren. Obwohl ich sie ja auf einmal sozusagen allesamt hochgehoben habe. Völlig verwirrt. Aber so richtig. Ja. Ach, Mann. Gut, machen wir das, wie gesagt, zum Tierwesen jetzt. Unterricht. Und dann nächste Woche geht's dann hoffentlich geordneter weiter. Ja. Ja. So. Achso. Muss ich ja noch hier irgendwo runter. Rebellion. Okay, da oben scheint ein Schlüssel zu sein. So, hier ist der Raum der Wünsche. So, und bis zum Raum, wo ich hin muss, ist noch weiter Weg. Ist noch eine Aufgabe. Oder ist das die Deke-Aufgabe? Ja. Tut mir leid, wie gesagt, das ist einfach... so verwirrend heute. Bin ich auch völlig falsch teleportiert, oder was? Muss wahrscheinlich so sein. Falsche Position teleportiert. Eieiei. So. Ja, aber richtig falsch. Vielleicht ist dann auch schon Tag, wenn wir da sind. Ja. Ah, nee, unten lang. So, und dann geradeaus weiter. Und rüber. Hallo? Ja gut, ja, ich würde sagen, der Emon hat das Spiel komplett kaputt gemacht. Ja, wie auch immer das passieren konnte, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich so gar nicht. Ja. Gut. Ich kann nicht mal irgendwas speichern oder irgendwas anderes tun. Also ich kann doch nicht mal irgendwas drücken. Das ist zu geil.
Okay, er hängt irgendwo. Ja. Gut. Damit war's das. Für jetzt. Für erstmal. Für diesen Moment. Ihr seht, es liegt nicht an mir. Es lag heute am Spiel. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder. Mit hoffentlich weniger Bugs. Und allem drum und dran. Oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.